ein Verbot von diesen autonomen Waffen ausgesprochen. Manche glauben sogar, dass die autonomen Waffen die neuen Massenvernichtungswaffen der Zukunft werden. Nur deutsche Wissenschaftler tun sich offensichtlich schwer, diesem Aufruf zu folgen. Wie finden Sie das? Das finde ich höchst befremdlich. Mich wundert überhaupt, dass über dieses Thema in unserem Land relativ wenig diskutiert wird. Ich verstehe ja auch nicht alles, was da technisch passiert. Aber dass man darüber debattieren muss, was bedeutet das? Überlassen wir uns einfach technischen Entwicklungen nur, weil sie stattfinden? Oder können wir Alternativen dazu entwickeln? Können wir auch Gründe, wissenschaftliche Gründe für das Nein formulieren? Also ich kann nur hoffen und wünschen, dass die wissenschaftliche Community in Deutschland öffentlich darüber debattiert und ihr entschiedenes Wort öffentlich sagt. Ja, danke. Sie haben neulich in einem Interview gesagt, es ist Vertrauen in die Volksparteien verloren gegangen und es ist Vertrauen in den Staat verloren gegangen. Kann es auch daran liegen, dass die Koalition ja, wie ich habe schon angesprochen, zu einer weltweiten Ächtung von autonomen Waffen im Koalitionsvertrag sich bekannt hat, das aber nicht umsetzt? Muss sich die Partei oder die Abgeordneten nicht an Koalitionsverträge halten? Die müssen sich daran halten, nun ist der letzte Koalitionsvertrag ja gerade ein paar Monate alt. Also will ich an dieser Stelle nicht sofort scharf kritisieren, sondern nur die Aufforderung formulieren. Haltet euch gefälligst an das, was ihr vereinbart habt. Und das heißt natürlich auch, da Deutschland nicht allein auf der Welt ist, sich in Europa, mindestens in Europa, aber auch in übrigen Teilen der Welt, Verbündete suchen für eine solche Abrüstungsinitiative, wie ich überhaupt meine, dass in der internationalen Politik, auch in der deutschen Außenpolitik, Abrüstungspolitik eine viel zu geringe Rolle spielt. Ja, klatschen Sie ruhig, das war eine sehr gute Aussage. Deutschland schlägt vor, mit einer politischen Absichtserklärung diese Killerroboter international kontrollieren zu wollen. Glauben Sie, dass das ausreicht oder sollte man, ich habe es ja eben so verstanden, nicht lieber auf ein völkerrechtlich verbindliches Verbot abzielen? Es geht um ein völkerrechtlich verbindliches Verbot, eine weltweite Konvention zur Unterbindung der weiteren Entwicklung. Und die Initiative dazu wird nicht von Trumps USA ausgehen, sondern sie muss von Europa ausgehen, aber ich glaube, es gibt auch genügend andere Länder auf der Welt, die eine solche Initiative unterstützen, eine verpflichtende Vereinbarung zum Verbot solcher autonomer Waffen. Vielen Dank. Herr Thierse, ich frage Sie jetzt abschließend, im Grunde haben Sie schon gesagt, unterstützen auch Sie die Verbotsforderung für autonome Waffen? Ganz ausdrücklich, und ich sage noch einmal, ich bin kein Technikfeind. Die Entwicklung der Robotik ist interessant, auch autonome technische Systeme. Man muss das genau unterscheiden, weil man ja sofort, wenn man so argumentiert, dann sagt, das ist ja wieder sozusagen diese Hypermoral, die Nein sagt zur technischen Entwicklung. Nein, es geht um Unterscheidungen. Es geht darum, auch um es positiv zu sagen, die Konvention soll nicht nur eine Konvention eines Verbots sein, sondern eine zur friedlichen Nutzung moderner technischer Entwicklung. Die künstliche Intelligenz, wir erahnen erst, was da alles passiert, wenn wir jetzt nicht festlegen, dass künstliche Intelligenz ausschließlich friedlich genutzt wird, dann wird es gefährlich, dann wird das eine Entwicklung sein, die wir nicht mehr beherrschen können. Dem kann man sich nur anschließen. Vielen Dank, Herr Thierse. So, jetzt begrüße ich Ute Fink-Krämer an meiner Seite. Sie war Bundestagsabgeordnete im letzten...